Kinder, das Essen ist fertig. Ich habe keinen Hunger, ich will noch spielen. Aber ich möchte ein Marshmallow. Okay, wie du willst, mein Schatz. Ja, das war aber lecker. Ich gehe jetzt auch spielen. Okay, seid aber vorsichtig. Ja, Mama. Los, machen wir ein Wettrennen, welches Boot schneller ist. Ha, okay. Was ist das? Schnell zu Mama. Mama, 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 schau mal, was im Wasser ist. Komm schnell mit, komm schnell mit. Was ist denn los, Kinder? Da ist ein Baby im Wasser. Wie bitte? Ein Baby? Ja, komm schnell mit. Du liebes Bisschen. Schnell. Wer hat dich denn ins Wasser gegeben? Mama, was ist hier los? Keine Ahnung, Kinder. Oh, sie ist ganz, ganz nass. Wir sollten am besten schnell nach Hause gehen, damit sie sich trocknen kann. So, Kinder, wir sind jetzt hier. Was passiert jetzt, Mama? So, wir nehmen sie mal aus dem Korb raus. So, ruhe dich mal hier ein bisschen aus. Oh, da ist ja ein Brief. Was steht denn da drinnen? Wer immer mein kleines Baby Melody findet, bitte passt auf sie auf. Sie braucht viel Wasser, um Energie zu schöpfen. Viel Wasser? Das erinnert sie wahrscheinlich an zu Hause. Werde ich ihr gleich mal ein Bad einlassen. Und Kinder, passt bitte auf sie auf, okay? Ja, Mama. Ich wollte schon immer eine kleine Schwester haben, denn die können wir dann herumkommandieren. Genau, du musst dann alles machen, was wir sagen. Du bist jetzt nämlich unser Baby. Sie ist nicht besonders schön. Ja, irgendwie hässlich. Schau dir mal diese Glubschaugen an, wie ein Fisch. So, du kleine Maus, das Bad ist fertig. So, wir ziehen mal deine Jacke aus und du kommst jetzt mit. Oh, du bist so happy. Du weißt sicher, dass du ins Wasser kommen wirst. Geben wir dich mal schön ins Wasser. Das gefällt dir, oder? Oh, was ist passiert? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das Mama, die so rumschreit? Mama, was ist los? Schaut doch. Was ist das denn? Sie ist eine Meerjungfrau. Sie ist wirklich eine Meerjungfrau. Deswegen das ganze Wasser. Was machen wir jetzt? Wir werden sie natürlich behalten. Sie ist wunderschön. Wir werden sie behalten? Ja, sie ist jetzt unsere Tochter. Aber Mama. Kein Aber. Okay, aber wo schläft sie? Oder habe ich schon eine Idee? Ich rufe schnell den Klempner an. Den Klempner? Ach, dieses Baby ist irgendwie hässlich. Ach, jetzt haben wir ein Fisch als Schwester. Ugh, wir hassen dich. Gehen wir einfach. Oh, das müssen die Klempner sein. Endlich. Grüß Gott. Ja, wir bringen Ihre Waschmaschine. Sie haben es gerufen. Ausgezeichnet. Also wir bringen es jetzt dann ins Badezimmer, okay? Ich brauche es nicht im Badezimmer. Ich brauche es hier im Kinderzimmer. Sie brauchen es im Kinderzimmer? Was wollen Sie denn im Kinderzimmer damit machen? Das ist eine lange Geschichte. Bringen Sie es doch einfach herein. Das ist perfekt hier. Sind Sie sich sicher, dass Sie das nicht im Badezimmer haben wollen? Nein, nein, alles ist gut, alles ist gut. Okay, dann fehlt noch die Bezahlung. Natürlich, warten Sie einen Moment. Hey Mama, das ist unser Geld. So, hier, bitteschön. Dankeschön. Ich glaube, diese Frau ist verrückt. Ja, glaube ich auch. So, mein kleiner Schatz, du kannst jetzt ins Wasser dich ausruhen und Energie sammeln. Mama, ich will nicht, dass sie in meinem Zimmer ist. Ich auch nicht. Das ist unser Zimmer. Mach, dass sie weggeht. Die Badewanne ist hässlich in unser Zimmer. Beruhigt euch, Kinder. Ihr müsst heilen lernen. Sie ist jetzt eure Schwester. Ihr werdet euch schon dran gewöhnen. Keine Sorge. Ich mache jetzt mal das Abendessen. Spielt schön miteinander, Kinder. Du wirst keine ruhige Minute haben wegen uns. Das schwören wir dir. Ein paar Monate später. Guten Morgen, mein Schatz. Komm, wir müssen dich ready machen für den Tag. Gehen wir ins Badezimmer. Es gibt nichts Besseres wie ein Bad am Morgen. Oder meine kleine Muschel. Wir waschen dich mal schön. Ein bisschen Shampoo in dir auf die Haare. Wir tun dich jetzt ein bisschen abduschen. So, und jetzt kannst du auch schon wieder rauskommen. Und jetzt müssen wir dich abtrocknen. Sehr gut. Und Melody, hast du Hunger? Willst du was essen? Sollen wir in die Küche gehen? So, komm, setz dich hin. Ich habe hier deinen Teller. Dein Brei hole ich noch schnell aus dem Kühlschrank. Du bist ja vegan. Deswegen bekommst du den grünen Brei. Wie ich sehe, hast du schon einen Bärenhunger. Und auch noch deine Milch. Sehr gut. Ich mache derweil den Abwasch. Du kannst deine Schwestern schon mal aufwecken, okay? Kuckuck, kuckuck. Ach, was weckst du mich auf? Ich wollte noch weiter schlafen. Ist mir egal, wann Mama dich geschickt hat. Ich entscheide, wann ich aufstehen will.
Gugu? Ach, was wächst du mich auf? Na super, jetzt riecht mein Bett nach Fisch wegen dir. Dankeschön. Komm, spielen wir Mr. Wow Wow. Das ist ein cooles Spiel. So, ich bin dran mit Würfeln. Und welches würfel ich? Eine 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe gewonnen. Yay! Du schummelst. Ich will jetzt was malen. La, 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 la. Ist das schön? Ja, das schaut aus wie ein Corona. Geh weg, wir wollen nicht mit dir spielen. Ich sagte, du sollst verschwinden. Hör auf, das ist meins. Lass unsere Spielsachen in Ruhe, du darfst das nicht angreifen. Immer muss sie unsere Sachen angreifen. Genau, sie nervt. Liebe Kinder, eine kleine Pause, ich habe was Schönes für euch. Ihr spielt so schön miteinander. Ihr habt jetzt eine kleine Pause verdient. Genießt die Wassermelone und den Orangensaft. Und wenn ihr brav aufgegessen habt, bekommt ihr vielleicht später noch eine kleine Überraschung. Ja, yeah, Wassermelone und Orangensaft. Du darfst das nicht. Gib das jetzt her. Genau, du darfst das nicht. Das ist nicht deins, das ist meins. Ich habe gesagt, das ist nicht deins. Das gehört meinem Kuscheltier, den Hasen. Wieso glaubst du, dass du auch einen Orangensaft trinken kannst? Das gehört auch nicht dir. Der gehört mir. Und der gehört auch den Hasen. Geh endlich weg. So, wir können jetzt weiterspielen. Und auf dem Boden mit den leeren Orangen töten. Malen wir was Schönes? Ja, okay. La 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 la. Oh, ihr habt aber brav aufgegessen. Lass mich da schnell wegräumen. Machen wir ein bisschen Platz fürs Geschenke auspacken, oder Kinder? Oh, komm hier, Kleines. Warum spielst du denn nicht mit den Kindern? Komm her. So, ich hab was für euch. Und zwar jeder von euch bekommt ein Geschenk. Wow, danke, Mama. Das ist für dich, das ist für dich und das ist für dich. Was ist da drinnen? Ein Malbuch und Stifte. Oh, die Maus, jetzt haben wir die ganze Kuscheltierfamilie. Danke, Mama. Magst du deins nicht auch auspacken? Gefällt's dir? Wow. Das will ich nicht mehr. Das ist so gemein. Ich mag Muscheln auch. Und schau mal, was passiert, wenn du drauf drückst. Magst du es nicht zu deinem Bett stellen? Was ist Bett? Das ist nur eine Badewanne. Komm, gehen wir in dein Zimmer und stellen das auf dein Bett. Wo magst du es hingeben? Es freut mich, dass es dir gefällt. Wir machen heute ein schönes Picknick. Wir sind hier am See. Ich habe ein bisschen Obst und Gemüse eingepackt, ein bisschen Brot mit Käse. Ja, Picknick! Hihi. Essen wir mal auf und danach gibt es vielleicht ein bisschen Eis. Ja, ich liebe Eis. Okay, hier mal ein Brot für dich, eine Gurke für dich, eine Tomate für dich und Käse für mich. Wir wollen Eis! Wir wollen Eis! Eis, 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 Eis. Okay, okay, ich hole euch schon Eis. Drei Eis, bitte. Eins. Oh, sogar doppelt. Zwei. Yes. Oh, ein frisches, warmes Eis. Und jetzt noch eine Kirsche drauf. Und drei. Okay, dann machen wir gleich alle doppelt, wenn wir schon dabei sind. So, gehen wir. Ich habe euer Eis. Hier eines für dich. Eines für dich. Und eines für dich. Oh, ich muss noch schnell was aus dem Auto holen. Passt bitte auf eure Schwester auf, okay? Ja, Mama. Ach, das ist so lecker. Oh, Melody, das Eis ist wahrscheinlich viel zu kalt für dich. Das tut sicher deinen Zähnen nicht gut. Gib's mir doch. Ach, das war lecker. Aber du brauchst nicht traurig sein. Melody. Du hattest ja die Gurke.
So, ich muss ja noch den Eismann bezahlen. Hier, bitteschön. Danke. No, ihr habt aber schnell euer Eis gegessen. Magst du nicht auch am Wasser spielen gehen? Melody. Ja. Wow, wer bist denn du? Mein Name ist Benjamin. Wow, du bist aber ein süßer Junge. Danke. Magst du unser Freund sein? Wir können gerne Freunde sein. Das hat sie nicht gesagt. Sie hat gefragt, ob du ihr Freund sein willst. Oh, schau mal ein Boot. Sollen wir das Boot fahren lassen? Ja, unbedingt. Oh, wer bist du denn? Ach, das ist Melody, unsere Schwester. Sie mag dich nicht, denn sie redet mit dir nicht. Oh, hallo Melody. Magst du mit dem Boot spielen? Ja. Komm, spielen wir. Na warte, ich habe einen Plan. Was hast du vor? Das wirst du gleich sehen. Und schups. Wieso hast du denn das gemacht? Sie ist doch nur von alleine gestolpert. Was ist das denn? Sie hat Flossen bekommen. Oh, oh, oh. Wir sollten schnell Mama holen. Gute Idee, schnell. Mama, Mama, Mama. Was ist denn? Melody ist ins Wasser gefallen. Wie bitte? Sie ist ins Wasser gefallen. Oh mein Gott. Und da ist ein kleiner Junge, der hat das gesehen, dass sie sich in meine Meerjungfrau verwandelt hat. Oh, schnell, Handtuch her. Kommt mit, Kinder. Melody, geht es dir gut? Sie ist eine Meerjungfrau. Oh nein. Komm schnell raus, Melody. Hier, trockne dich ab. Ich muss mich schnell um den Jungen kümmern. Und ihr passt bitte auf Melody auf. Das war so witzig. Geht es dir gut, Kleiner? Komm mit, ich bring dich zu deinen Eltern. Keine Sorge, es ist alles gut. Oh. Jetzt hab dich nicht so, das war doch nur ein Scherz. Ja, wir haben nur Spaß gemacht. Bitte sag Mama nichts. Sie wird dir so und so nichts glauben. Also trockne dich ab. Du bist gefälligst leise, sonst passiert noch etwas Schlimmeres mit dir. Oh, sehr gut, du bist wieder zurück. Geht es dir gut, meine Liebe? Ich mache mir so Schuldgefühle, ich muss besser auf dich aufpassen. Ach Mama, du kannst doch nichts dafür, dass sie so tollpatschig ist und ausrutscht. Ja, da brauchst du dir jetzt selber keine Vorwürfe machen, Mama, wirklich nicht. Du bist die beste Mama. Danke, Kinder, aber was ist, wenn was Schlimmeres passiert wäre? Sie würden sie uns wegnehmen. Aber es ist ja nichts passiert. Glaub mir, Mama, es ist alles gut. Na gut, gehen wir nach Hause. Was? Nach Hause? Nein, wir sind doch gerade erst gekommen. Es tut mir leid, aber das ist zu unverantwortlich, dass wir jetzt hier beim Wasser sind. Sie könnte sich jederzeit wieder verwandeln. Das kann ich nicht zulassen. Wir müssen nach Hause. Ich will aber nicht. Emily, sei nicht so egoistisch. Es geht nicht immer um dich. Ich will aber nicht. Jetzt reiß dich gefällig zusammen. Wir gehen jetzt nach Hause. Emily, beruhig dich. Gehen wir. Ich hasse dich. Emily, komm sofort zurück und entschuldige dich. Alles ist gut, alles ist gut. Komm, Emily, nimm mich an die Hand. Wir gehen. Endlich zu Hause. Hast du dich beruhigt, meine Liebe? Warte, ich hol schnell deinen Schnuller. Ich glaube, den habe ich in der Küche stehen lassen. Warte, ich schau schnell nach. Ah ja, da ist er ja. Und die Flasche gebe ich auch gleich mit. Ich komm schon. Hier, bitte. Und ein Schnuller. Was genau ist passiert? Was soll denn groß passiert sein? Sie war tollpatschig und ist ins Wasser gefallen. Mehr ist nicht passiert. Genau. Du musst echt besser aufpassen. Und wo wart ihr zwei? Oh, wir waren weiter weg. Genau, und wir haben nichts gesehen. Warte, ihr habt nichts gesehen? Woher wollt ihr dann wissen, dass sie gestolpert ist? Ich meine natürlich, wir waren schon so weit, dass wir was sehen konnten. Genau, wir konnten... Habt ihr sie etwa reingestoßen? Nein, Mama, das würden wir nie machen. Das musst du uns glauben. Haben sie dich reingestoßen? Sag die Wahrheit. Habt ihr sie reingestoßen? Ich weiß nicht, sie was. Was? Nein, ich weiß nicht, sie was. Du lügst. Du bist eine Lügnerin. Nein, du bist eine Lügnerin und eine Petze. Also doch, ihr habt mich beide belogen. Es tut uns leid, Mama. Ihr bekommt Hausarrest für eine Woche. Aber Mama, bitte, es ist Sommerferien. Es ist mir egal. Ich will das nie wieder mehr sehen. Sie ist eure Schwester. Ich habe euch alle gleich lieb. Aber das geht nicht.
Denkt drüber nach, was ihr getan habt. Und wenn ihr eure Fehler eingesehen habt, könnt ihr gerne bei mir entschuldigen kommen und bei eurer Schwester. Ich mache jetzt euer Abendessen. Das ist alles deine Schuld, ja, du kleines Monster. Fang jetzt bloß nicht an zu weinen und gib mir den Schnuller. So. Genau, und das brauchst du auch nicht mehr. In den Abfalleimer damit. Und jetzt werden wir dir eine kleine Lektion erteilen. Sie wird schon nichts sagen. Ja, sie kann nicht sprechen. Mr. und Mrs., Master Benjamin ist zurück. Wo soll ich ihn abstellen? Am besten vor dem Geld. Wie befohlen. Mama, Mama, ich muss euch was Unglaubliches erzählen. Muss das jetzt sein? Wir zählen gerade unser Geld. Du weißt, das ist unsere Lieblingsbeschäftigung, Kind. Aber Mama, Mama, Papa, wirklich, es ist wichtig. Okay, okay, erzähle uns, was dir auf den Herzen liegt, mein Kind. Ich war heute beim Schwimmbad, da habe ich zwei sehr merkwürdige Mädchen getroffen. Sie waren Zwillinge und sie hatten eine wunderschöne Schwester. Und sie war einfach bildhübsch. Aber dann ist sie ins Wasser gefallen und auf einmal wurde sie zu einer Meerjungfrau. Oh, kleiner Benjamin, du hast so eine blöde Fantasie. Wie lustig. Aber ihr müsst mir glauben. Es war unglaublich, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ach, Benjamin, setz dich doch zu uns. Okay, doch nicht da, da ist unser Geld. Hier, ich halte dich. Es gibt keine Meerjungfrauen. Wahrscheinlich hattest du einfach nur einen Sonnenstich. Wir hätten doch nicht die neue Nanny engagieren sollen. Ja, die hat anscheinend nicht gut auf dich aufgepasst. Ja, wir zahlen ihr viel Geld, also dass sie sowas macht. Aber Mama, Papa, ich lüge nicht. Natürlich lügst du nicht. Du hattest einfach nur einen Sonnenstich, mein Sohn. Aber, hier, mein Kind. Nimm diesen Batzen Geld und geh damit dir was Schönes kaufen. Hier, du kriegst nur noch einen Batzen dazu. Kauf dir alles, was du willst. Nur lass uns in Ruhe unser Geld zählen. Okay, vielleicht habe ich mir das wirklich nur eingebildet. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube bei 1.600.000.000.000 Euro. Oh ja, genau. Also, 1.600.000.000.000 Euro und 1. 1.600.300.000 Euro in 2. Viele Jahre später. Kinder, steht auf, sonst kommt ihr zu spät zur Schule. Guten Morgen, Mutter. Guten Morgen, Melody. Steh auf und geh dich abtrocknen, sonst kommst du zu spät zur Schule. Licht an und ab ins Badezimmer. Ach, immer muss sie uns wecken. Noch schnell föhnen. Und Haare bürsten nicht vergessen. So, und jetzt muss ich mich natürlich abtrocknen. Ich schau mal, ob meine Schwestern aufgestanden sind. Oh, ihr seid schon munter. Ja, wegen dir. Jetzt geh zur Seite. Aua, das war ganz schön unnötig. Ist aber schuld, wenn du uns aufwächst. Na gut, ich mach mal mein Bett. Sie ist so ein Opfer. Ja. Okay, komm, machen wir uns fertig für die Schule. Yes. Wo ist dein Make-up? Ah, hier. Okay, komm, schminken wir uns. Ganz stark. Mädchen, ich lege eure Schuluniform auf das Bett, okay? Oh, Melody, deine Schuluniform. Hier, bitteschön. Danke, Mama. Oh, ich hole noch schnell meinen Rucksack. So. Ich gehe jetzt schon zur Schule. Oh, Melody, warte doch auf deine Schwestern. Okay. Ja, Mama, ich warte. Oh, nein. Mädchen, eure Schuluniform ist vor dem Bett, okay? In einem Wäschekorb. Ja, Mama, wir machen uns noch schnell fertig. So wollt ihr zur Schule gehen mit so viel Make-up? Mama, du verstehst es nicht, das ist modern. Wie ihr wollt's. Los, schnell, ziehen wir sich an, okay. So gehen wir. Mensch, Melody, du sperrst mir den Weg zur Seite. Ah! Aua, du hast mich die Stufen runtergestoßen. Nein, das stimmt nicht, du bist selber gestolpert. Wir können nichts dafür, dass du tollpatschig bist. Au, das hat wehgetan. Jetzt hab dich nicht so. Es tut uns ja leid, Melody, wirklich. Okay, vergeben und vergessen. Danke dir. Oh, weißt du was? Wir wollen ja beste Freunde sein. Genau. Beste Freunde tragen gegenseitig die Taschen. Heute bist du dran. Hier, nimm meine Tasche. Genau, das machen beste Freunde. Aber wie soll ich 3 Taschen tragen? Ach, das sollte kein Problem für dich sein. Du bist ja stark. Genau. Komm, gehen wir. Wir kommen sonst zu spät. Ja, komm, Melody. Oh Mann, wie soll ich das nur tragen? Das ist ja urschwer. Oh, jetzt muss ich ihnen wie immer in der Früh das Essen bringen. Oh, also was hat sie gesagt? Sie will Nudeln, Reis,
Dann Hühnchen. Was haben wir noch gesagt? Oh ja, genau, Schrimps. Oh Mann. Ist das alles, meine Liebe? Ja, bitte. So, gehen wir. Ich habe euer Essen gebracht. Einmal die Nudeln für dich und einmal Reis für dich. Vielen Dank. Ach, du bist echt die beste Schwester. Ich hole mir jetzt auch was zu essen. Nein, warte. Du hast uns noch keine Getränke geholt. Ah ja, stimmt. Entschuldigung. So, einmal Cola und einmal Kirschensaft. So, hier einmal Cola und einmal Kirschensaft. So, du kannst jetzt rausgehen, aber ich habe noch nicht gegessen. Wir können nicht essen, wenn du da bist. Ja, es riecht zu sehr nach Fisch hier. Geh jetzt raus. Okay, okay. Oh, der haben wir es gegeben. Los, essen wir. Ja. Ach, das lassen wir stehen. Los, gehen wir. Ja. Hey, ihr könnt das nicht einfach da stehen lassen. Oh, das wissen wir natürlich. Unsere Schwester Melody hat gesagt, sie räumt das für uns weg. Ach so, na, wenn das so ist, ist es okay. So ein Loser. Guten Morgen, Klasse. Guten Morgen, Herr Schröder. Ich habe die Tests ausgewertet, die wir letzte Woche gemacht haben und ich bin eigentlich ziemlich enttäuscht von der ganzen Klasse. Natürlich hat mich eine Person nicht enttäuscht, eine einzige. Und zwar ist das unsere liebe Melody hier. Du bist die Einzige, die ein A+ geschrieben hat. Hier, bitteschön. Oh, danke. Aber zwei von euch. Ich bin richtig enttäuscht. Ihr habt einfach zweimal eine F geschrieben, also ein 6er. Und wie kann es anders sein? Natürlich ist es Amy und Emily, die eine 5 geschrieben haben, also eine 6. Ihr anderen wart's okay. Aber ihr zwei, das geht gar nicht. Melody, wieso gibst du ihnen eigentlich nicht Nachhilfe? Sie wollen von mir nichts. Wir können selber lernen. Wir brauchen keine Hilfe und zwar keine Hilfe von ihr. Naja, ihre Noten sagen was anderes und eure Noten sagen was ganz anderes. Oh, zum Glück ist die Stunde aus. Oh. Warum sind die so schnell rausgestürmt? Na, jedenfalls bin ich sehr erfreut über deine Note. Und wenn du so weitermachst, könntest du dich vielleicht sogar qualifizieren für ein Stipendium. Und dann könntest du in eine bessere Schule gehen, wie diese staatliche hier. Wirklich? Ist das Ihr Ernst? Ja, also deine Noten sind außergewöhnlich gut. Ich kann dir eigentlich fast gar nichts mehr beibringen. Oh, vielen, vielen Dank. Na gut, jetzt kannst du mal zur Pause gehen. Es ist jetzt Mittagszeit. Vielen Dank, Dankeschön. So, Mittagessenzeit. Ich habe so schon einen Hunger. Melody! Melody! Oh, da ruft mich jemand. Ihr habt mich gerufen? Ja, wir sind so deprimiert wegen der schlechten Note. Kannst du uns wieder bitte unser Essen bringen? Ja, klar kann ich das machen. Gar kein Problem. Sehr gut. Ich hätte wie immer Nudeln, Hühnchen, Shrimps, Käse, Brot. Ich hätte gerne Burger, Fleisch, Fleisch, Fleisch mit Fleisch und Fleisch. Okay? Okay, ich schau mal, was ich finde, okay? Jetzt geht unser kleiner Plan auf. Der werden wir es heimzahlen für diese schlechten Noten, die wir bekommen haben. Oh, es geht los, schau mal. So, was wollten Sie nochmal? Also, die eine wollte Nudeln, die eine wollte Reis. Ich glaube Brot. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Sie wollte Fleisch mit Fleisch und Fleisch. Noch mehr Fleisch und Fleisch drauf, okay? Oh, hallo Melody. Oh, hi. Wir haben gesehen, du hast eine sehr gute Note heute bekommen. Ja, habe ich, danke. Das war kein Kompliment, das war nur eine Aussage. Okay. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, ich wollte fragen, was hast du da für schönes Essen? Das ist das Essen für die Emily und Amy. Oh, das wäre aber voll schade, wenn das zum Beispiel am Boden fliegt. Wieso hast du denn das gemacht? Ich weiß nicht, was du hast. Ich habe gar nichts gemacht. Du hast es am Boden gehaut. Was? Das habe ich nicht. Und es wäre sehr schade, wenn das ganze Essen auch über deinen Kopf geht. Wieso macht ihr das? Du bist eine kleine Streberin, deswegen machen wir das. Und nimm das. Au, hört auf, das tut weh. Was tut weh? Au, ihr seid urgemein. Hör besser auf, gute Noten zu schreiben, sonst gibt's Saures. Genau, los gehen wir. Komm, gehen wir hin. Oh, was ist denn hier passiert? Oh, die zwei gemeinen Mädchen, Anna und Lilly, sind einfach hergekommen und haben das ganze Essen über mich und am Boden gestreut. Wieso lügst du nur, weil du so tollpatschig bist und alles am Boden haust? Genau, hör auf, deine Unfähigkeit, anderen Leuten in die Schuhe zu schieben. Was
ist denn hier los? Wer war das? Das war sie, Melody. Ja, genau, wir haben es genau gesehen. Das glaube ich kein bisschen. Was habt ihr Mädchen gemacht? Es war ein Versehen. Nein, das war sicher kein Versehen, so wie das Essen am Boden liegt. Das kann kein Versehen sein, dass ihr habt's gestritten und habt's mit Essen um euch geworfen. Aber nein, das haben wir nicht. Kommt sofort zum Direktor. Aber... Sofort, habe ich gesagt. Okay. Frau Direktor? Was willst du, Alte? Wir haben hier ein Problem. Diese drei Mädchen haben in der Schulcafeteria mit Essen um sich geworfen und alle Kinder abgelenkt. Das stimmt nicht. Wir haben gar nichts gemacht. Melody hat mit Essen um sich geworfen. Sie hat mal wieder einen Tobsuchtsanfall gehabt oder sowas. Na, Melody, willst du dazu nichts sagen? Ich habe doch nichts gemacht. Ich will einfach nur, dass mich Leute in Ruhe lassen. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Melody. Als Strafe werdet ihr drei von der Schule verwiesen. Warte, warum wir drei? Weil ihr zwei so schlechte Schüler seid, dass ihr den ganzen Durchschnitt der Schule um 3 Stufen schlechter macht und wir wegen euch weniger Geld von der Schule bekommen. Und wir haben Angst, dass eure Dummheit ansteckend ist. Was? Bitte, Frau Direktor, die zwei können nichts dafür, dass sie so dumm sind. Werfen Sie sie nicht raus. Warte mal, wieso sagt sie einfach die ganze Zeit, wir sind dumm? Wir sind gar nicht dumm. Wir sind nur ein bisschen langsam. Ha, genau das würde eine dumme Person sagen. Frau Lehrerin, rufen Sie die Eltern an. Bitte nicht, unsere Mutter hat eh schon ein schwaches Herz. Sie würde das nicht aushalten. Wenn unsere Mama einen Herzanfall bekommt, bist du schuld. Dann hast du sie getötet. Oh mein Gott, es ist alles meine Schuld. Mädchen, geht es euch gut? Ist alles in Ordnung? Was ist hier los? Ihre Töchter werden von der Schule verwiesen. Wie bitte? Wieso das denn? Ihre Tochter Melody hält sich für sowas Besseres, dass sie in der Schulkantine mit Essen um sich wirft. Und ihre anderen zwei Töchter, ich will gar nicht sagen, aber die sind so dumm wie Brot. Aber das ist doch kein Grund, sie gleich von der Schule zu werfen. Meine Schule, meine Regel, meine Verantwortung. Verschwinden Sie jetzt vom Schulgelände. Kommt, Kinder, verlassen wir das Klassenzimmer dieser alten Schachtel. Ich werde noch schnell in den Gang kacken. Okay, ich muss jetzt mal die Direktorin anrufen von der neuen Schule. Ja, grüß Gott. Hier spricht Frau Direktor Hans-Peter. Ja, ich rufe an, weil meine Töchter brauchen eine neue Schule. Ich habe ihnen die Noten meiner Töchter geschickt. Ja, ich bin richtig begeistert von, wie heißt Ihre Tochter? Melody. Sie ist eine sehr gute Schülerin. Genau, aber es gibt auch noch 2 weitere Töchter. Oh, warten Sie, ich schaue mir schnell die Noten an. Oh, diese 2 Töchter haben nicht so gute Noten. Ich weiß nicht, ob ich sie aufnehmen will. Aber Ihre erste Tochter, eindeutig, ich nehme sie gerne auf. Wenn diese sogenannte Melody ihren anderen 2 Töchtern Nachhilfe gibt, kann ich alle 3 aufnehmen. Ja, natürlich, sie werden miteinander Nachhilfe machen, gar keine Frage. Sehr gut, das freut mich. Dann können Ihre Töchter am Montag anfangen. Sie brauchen halt unsere Schuluniformen. Am besten, sie kommen heute oder morgen vorbei, kaufen sich die Schuluniformen für Ihre Töchter und dann können Sie am Montag gleich loslegen. Vielen Dank, ja, das machen wir so. Vielen Dank, schönen Tag noch. Okay. Sehr gut, ich sag das mal den Mädels. Also Mädels, ich habe eine neue Schule für euch gefunden. Was, echt? Und die haben uns alle 3 aufgenommen? Ja, ihr könnt's von Glück reden. Die guten Noten von der lieben Melody haben euch mit aufgenommen. Ich mag diese Schule jetzt schon nicht. Das ist mir egal. Diese Attitude gefällt mir nicht für das, dass eigentlich alles eure Schuld war. Das war nicht unsere Schuld. Okay, jedenfalls, ich gehe heute noch zur Schule hin, kaufe euch die neuen Schuluniformen und am Montag fangt ihr mit der neuen Klasse an. Ich freue mich schon so auf diese neue Schule. Natürlich tut das diese Streberin hier. Ich komme gleich wieder, Mädchen. Ein paar Tage später, am Montag. Ja, Mama, wir gehen schon. Hör zu. Okay, seid ihr bereit für die neue Schule? Wir sind sowas von bereit, aber bist du's? Was meinst du? Ich meine deswegen. Du hast mich mit Wasser angespritzt, oh nein! Wieso habt ihr das denn gemacht? Weil wir es können, ah! Oh nein, schnell rein, bevor mich jemand sieht. Oh Mann, schnell ablegen, ich muss mich schnell beeilen. Warum bist du denn hier, meine Liebe? Oh, mich hat Wasser erwischt und ich muss mich schnell abtrocknen gehen. Okay, beeil dich. So, ich gehe, ich beeil mich, Mama. Ja, bitte beeil dich, du willst ja nicht zu spät kommen. Hab dich lieb. Schnell weg, schnell weg. Rucksack nehmen und ab in die Schule. Ich darf nicht am ersten Tag zu spät kommen. Oh, das ist aber eine coole Schule. Wer ist das denn? Hallo, du. Oh, ich muss schnell zum Basketballunterricht. Ich habe keine Zeit. Schnell weg. Wow, der war aber hübsch. Sind hier überall so schöne Jungs? Ich mag diese Schule jetzt schon. Ich auch. Ich nehme den hier.
Und ich den hier neben dir. Wann wohl unsere liebe Schwester in der Schule ankommen wird? Sie kommt sicher zu spät. Ja, genau. Oh, ich bin noch rechtzeitig angekommen. Zum Glück bin ich eine schnelle Läuferin. So, ich gebe meinen Rucksack da rein. Dieses Mädchen kommt mir irgendwie bekannt vor. Warte mal, war das nicht das Mädchen von damals? Ich bin mir ganz sicher, das war die Meerjungfrau. Bist du nicht das Mädchen? Was meinst du? Bist du nicht das Mädchen, das damals ins Wasser gefallen ist? Was? Was hast du gesagt? Ich bin mir zu 100% sicher, du bist die Meerjungfrau von damals. Nein, natürlich nicht. Wie kommst du denn auf so eine Sache? Meerjungfrauen gibt es doch nicht. Ach so, Meerjungfrauen gibt es nicht. Na dann hast du sicher gar kein Problem, wenn ich dir ein bisschen Wasser über den Kopf schütte, oder? Doch, meine Frisur wird kaputt. Ach komm schon, das ist doch egal. Ich kaufe dir eine neue Frisur. Okay, du hast mich erwischt. Du hast recht, ich bin die Meerjungfrau von damals. Ich wusste, ich bin nicht verrückt. Bin so glücklich, dass es dich gibt. Okay, na gut, jetzt hast du die Wahrheit erfahren. Ich hoffe, du hast ein schönes Leben. Dann tschüss. Wohin gehst du? Nein, bleib, warte. Du willst ja hoffentlich nicht, dass ich herum erzähle, dass du eine Meerjungfrau bist, oder? Nein, bitte nicht, du darfst das niemandem sagen. Okay, ich verrate es niemandem, aber dafür musst du mit mir auf ein Date gehen. Was, auf ein Date? Warum? Ich wollte schon immer mal mit jemandem Besonderem auf ein Date gehen und du bist das besonderste Mädchen, das ich jemals getroffen habe. Okay, und wann willst du das machen? Wir treffen sich morgen vor der Schule. Wir schwänzen morgen und gehen dafür, machen uns einen schönen Tag. Du willst, dass ich morgen die Schule schwänze? Das kann ich nicht machen. Wenn du das nicht machen kannst, kann ich vielleicht das Geheimnis nicht für mich behalten. Okay, ich mach schon. Wir treffen sich morgen und wo? Ich hol dich ab. Okay, ich muss jetzt in die Klasse. Wie konnten wir nur unsere Bücher vergessen? Was ist das denn für ein hübscher Junge? Wow. Oh, hallo Mädels. Du bist aber schön. Willst du mein Freund sein? Oh, das ist lieb von dir, aber ich habe dabei kein Interesse an einer Freundin. Oh, danke. Sag uns, woher du ihn kennst. Ja, sag uns das bitte. Das ist so schwer. Ich kenne ihn gar nicht. Was meinst du, du kennst ihn gar nicht? Natürlich kennst du ihn. Komm schon, uns kannst du sagen, woher kennst du ihn? Sein Name ist Benjamin, das war der Junge damals, der gesehen hat, dass ich eine Meerjungfrau bin. Oh mein Gott, was? Wirklich? Und was hat er zu dir gesagt? Ich muss einen Tag mit ihm verbringen. So anstrengend. Wie bitte? Einen ganzen Tag? Du weißt schon, dass er urreich ist, oder? Warte, was, wirklich? Ja, er ist der reichste Junge der ganzen Stadt. Seinem Vater und seiner Mutter gehört die halbe Stadt. Sie verbringen den ganzen Tag Geld zu zählen, weil sie immer so viel Neues bekommen und sie vertrauen keinen Banken. Ja, sie sind Verschwörungstheoretiker. Was, wirklich? Er ist sicher so eingebildet. Oh, ich will nicht den Tag mit ihm verbringen. Und wann trefft sie euch? Wow, was ist das denn für ein Auto? Oh, der ist so lang. Schaut's ihn doch mal an. Oh mein Gott, das muss er sein. Na, hallo Mädel. Du hast aber ein cooles Auto. Oh, danke. Das sind übrigens meine Schwestern. Amy und Emily. Hallo. Hi. Na, Melody, magst du nicht einsteigen? Oh, ja, sicher, warte. So, ich steig schnell ein. Das Auto ist leider zu klein für euch zwei. Wir haben leider keinen Platz mehr. Tschüss. Warte, was? Zu klein? Das Auto ist riesig. Wie gemein. Oh, und jetzt müssen wir unsere Schulrucksäcke selber tragen. Wir hatten einen wundervollen Tag. Als erstes waren wir in einem bezaubernden Café und die hatten so gutes Essen. Und ich habe es leicht übertrieben mit dem Essen, aber ich habe nichts bereut. Und dann waren wir bei einem Friseurladen, wo wir uns gegenseitig, ich sage mal, sehr lustige Frisuren gegeben haben. Besser gesagt, ich habe ihm eine gute, lustige Frisur gegeben und er dann mir. Ich war leicht wütend. Danach waren wir in einem Einkaufscenter, wo er mich gezwungen hat, schreckliche Klamotten anzuprobieren. Also mit einem schrecklichen Style. Aber als Rache musste er genauso schreckliche Klamotten anziehen. Am Anfang hat er sich noch geweigert. Aber dann hat er es doch gemacht und seine Klamotten waren tausendmal schrecklicher wie die Sachen, die ich anziehen musste. Wow, das ist aber ein tolles Restaurant. Kommen wir überhaupt hier rein so angezogen? Klar, keine Sorge. Tisch für zwei. Oh, Mr. Benjamin, natürlich, folgen Sie mir zu Ihrem Tisch. Wir haben schon alles vorbereitet. Ich bringe Sie zu Ihrer privaten Lounge. Folgen Sie mir bitte. Hier, bitteschön. Wow. Komm, setzen wir sich. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wow, was ist das denn hier alles? Nichts Besonderes.
Nur ein bisschen was für dich. So viel zum Essen. Gönn dir so viel du willst. Wirklich so viel ich will? Ja, sicher. Okay, was willst du? Ich nehme mir nur ein Stück Pizza. Und was willst du? Den Rest? Wow, du kannst aber essen. Das war zu scharf, das war zu scharf. Schnell was trinken. Oh, das war mir ein bisschen zu scharf. Du verträgst ja nicht besonders viel, oder? Lach nicht. Okay, was willst du für ein Dessert? Okay, ich nehme mir nur so Erdbeer mit Marshmallow. Und was willst du? Natürlich den Rest. Oh, ich liebe es. Boah, so lecker. Boah, das ist köstlich. Sahne. Macarons. Das ist wirklich gut. Eine ganze Torte. Noch eine Torte. Boah, das war jetzt aber gut. Das war wirklich lecker. So, jetzt habe ich aber ein bisschen Durst. Oh, ich habe mich angekleckert. Oh nein, vorsichtig, ich verwandle mich. Oh nein. Was ist, wenn dich Leute sehen? Oh, was machen wir jetzt? Bleib hier, ich hol schnell ein Handtuch, okay? Okay, bitte beeil dich. Entschuldige mich kurz. Ja, natürlich. War das vorhin nicht Melody? Das ist Mel. Oh mein Gott, sie ist eine Meerjungfrau. Sie ist sicher unbezahlbar. Was ich für Geld mit ihr machen könnte. Aha, ich habe schon einen Plan. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Hier, trockne dich ab. Danke, es tut mir so leid. Ach, das muss dir doch nicht leid tun. Ist ja nichts passiert. Los, schnell, trockne dich ab. Okay, danke. Oh Mann, das war eine Aufregung. Ja, voll. Vielen Dank für den schönen Abend. Es freut mich, dass er dir gefällt. Darf ich dir, ja, was ist denn? Ich wollte, darf ich dir einen Kuss geben? Wie bitte? Ja, du bist urnett und wir hatten sehr viel Spaß miteinander. Darf ich dir einen Abschiedskuss geben? Ich muss los. Es tut mir leid, ich kann jetzt nicht. Tschüss. Oh nein, was habe ich gemacht? Es tut mir leid, warte doch. Oh Mann, wieso laufe ich weg? Ich finde ihn doch süß. Was ist das? Komm her, Melody, du kleine Meerjungfrau. Ah, Hilfe, Hilfe! Nein, lassen Sie mich los! Komm jetzt mit! Lass mich los! Nein, Hilfe, Hilfe, Ben! Sei verdammt nochmal leise! Melody, nein! Ich muss schnell zu meiner Limousine und hinterherfahren. Guten Morgen, Kinder. Wo ist Melody? Kinder, wacht auf! Guten Morgen, Mama. Was ist los? Wo ist Melody? Was? Sie ist nicht nach Hause gekommen? Nein, ihr Bett ist leer. Naja, sie war auf ein Date gestern. Auf ein Date? Ja, mit einem ehemaligen Schulkameraden. Sie hat sogar die Schule geschwänzt. Wie bitte? Und sie ist nicht nach Hause gekommen? Nein. Oh mein Gott, was ist, wenn ihr was passiert ist? Wir müssen schnell die Polizei rufen. Aber, ihr kann doch nichts passiert sein. Das ist doch nur ein Schüler. Ich habe keine Angst vor ihm, sondern vor irgendwelchen Fremden. Ich rufe schnell die Polizei. Was ist, wenn ihr wirklich was passiert ist? Ja, sie geht uns zwar tierisch auf die Nerven, aber sie ist trotzdem unsere Schwester. Oh mein Gott, es tut mir so leid, alles, was ich ihr angetan habe. Was ist, wenn sie nie wieder mehr nach Hause kommt? Die Polizei hat gesagt, sie können nichts machen, erst nach 24 Stunden. Mama, was machen wir dann? Ich weiß es nicht, wir können nur abwarten. Komm jetzt mit. Nein, bitte. Soll ich deinen Schwestern oder deiner Mutter was antun? Jetzt komm mit. Okay. Geh hier rauf. Ich muss alles machen, was er sagt. Ich hoffe, uns hat niemand gesehen. Was ist das hier für ein Ort? Das hier ist ein neues Zuhause. Bitte lassen Sie mich gehen. Nein, ich werde so viel Geld mit dir machen. Was haben Sie vor? Meerjungfrauen sind sehr, sehr wertvoll. Jede einzelne Schuppe von deiner Flosse ist wertvoll. Wie bitte? Meine Flossen? Deine Haare. Was? Lassen Sie mich gehen. Nein. Ich hole noch ein paar Utensilien. Keine Sorge, du wirst nicht weglaufen. Ich werde alles zusperren. Du kommst hier nicht raus. Viel Spaß. Ich hole schnell die Tasche aus meinem Lieferwagen. Warte, war er das nicht? Aber wo ist er genau hingegangen? Warte, ich versteck mich mal hier. Vielleicht zeigt er mir noch, wo er hingeht. Die Meerjungfrauenflosse gehört mir und mir alleine. Ich brauche Hilfe.
Ich muss etwas aus dem Fenster werfen, damit man mich irgendwie finden kann. Was passiert nur mit mir? Wäre ich doch von Ben nicht weggelaufen? Vielleicht, wenn ich mein Stirnband aus dem Fenster werfe, findet das jemand und weiß, dass ich hier oben bin. Meine letzte Hoffnung. Besser als nichts. Und ruck. Und jetzt werde ich dich ein bisschen betäuben, damit du keinen Schabernack treiben kannst. Nein, bitte, ich werde nichts machen. Sie müssen mir glauben. Keine Widerrede. Hier, bitte. Also doch. Das ist das Stirnband von Melody. Also habe ich doch recht gehabt. Ich packe das schnell ein. Na, der kann was erleben. So, jetzt wird's Zeit, dass ich alles herrichte, um sie auseinanderzunehmen und zu verkaufen, jedes einzelne Teil von ihr. Wie viel ich wohl für ein Meerjungfrauengehirn bekommen werde. So, fangen wir an. Oh, ich muss da hinten noch was schnell einstellen. Ich muss schnell leise sein. Hier ist ein Schlüssel. Perfekt. Aha. Da ist er also. Also ich werde ihn jetzt einsperren. Hä, was machst du hier? Ich bin... Lass mich raus, lass mich raus. Nein, wir rufen jetzt schnell die Polizei. Wo ist die Meerjungfrau? Bitte ruft nicht die Polizei, dann komme ich ins Gefängnis. Das ist genau unser Plan. Verrotte da drinnen. Melody! Ben, was machst du hier? Na, dich befreien natürlich. Vielen Dank. Aber wo ist der Entführer? Den habe ich eingesperrt. Magst du sehen, wo? Ja, bitte. Hier drinnen ist er eingesperrt. Das geschieht Ihnen recht. Lass mich sofort raus. Ich habe schon die Polizei angerufen. Sie sind schon auf dem Weg hier. Oh, vielen Dank, Ben. Komm, warten wir draußen. Ja, bitte. Danke, dass du mir ein Handtuch mitgebracht hast, dass ich mich zurückverwandeln konnte. Oh, und wenn wir von der Polizei reden, schau mal, wer da kommt. Wo ist der Entführer? Er ist da drinnen, er hat versucht, mich zu entführen. Den holen wir uns. Nein, bitte, ich will nicht ins Gefängnis. Er ist gefangen, yay. So ein elender Loser. Vielen Dank, Ben, vielen, vielen Dank. Oh, bitteschön. Kein Problem, ich glaube, ich sollte jetzt nach Hause gehen. Komm, ich fahr dich. Okay, danke. Ach übrigens, ich hab was für dich. Echt? Was denn? So, hier, tada. Oh, mein Stirnband, danke dir, Ben. Vielen, vielen Dank. Ach, überhaupt gar kein Problem. Ich sollte mal reingehen, die machen sich wahrscheinlich Sorgen um mich. Ja, mach das. Danke nochmal für die Rettung. Ja, gar kein Problem. Also, tschüss. Tschüss, danke dir. So, jetzt sollte ich mal reingehen. Hallo. Melody, du bist wieder da. Oh, mein Schatz, Melody. Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Mir geht es gut. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Bitte mach das nie wieder mehr. Komm, ich bring dir was zum Essen. Oh, Melody, du bist wieder da. Es tut uns so leid. Ja, wir werden dich nie wieder mehr ärgern. Ach, überhaupt gar kein Problem, bitte. Aber vielen Dank. So, wir werden Mama helfen und dein Frühstück zubereiten. Du darfst nie wieder mehr von uns weggehen, okay? Ja, versprochen. Na, wenigstens eine gute Sache hatte die Entführung. Naja, wenn ich den Kurs mit Ben dazu rechne, dann zwei gute Sachen. Vielen Dank fürs Anschauen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr ihm einen Daumen hoch geben und unseren Kanal subscriben und die Glocke aktivieren, falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und danke dir, D.N, fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren. Und falls ihr im nächsten Video erwähnt werden wollt, einfach einen netten Kommentar schreiben. Und wenn ihr Glück habt, seid ihr im nächsten Video drinnen. Oh, und wir sind auch auf TikTok. Danke fürs Anschauen. Tschüss!